Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Magical Quest. Auf unserem Kanal Alex Gaming. Genau. Und wahrscheinlich merkt ihr schon, wir essen hier ganz gechillt unsere Eggs. Ein schönes Egg essen. Mhm. Ui, sag mal, warum sind da Leichen in deinen Regalen? Das ist auch kein Menschenfleisch da. Steve! Okay. Frag einfach nicht. Aber Bacon kannst du haben. Was sollen wir denn heute machen? Da Bacon. Hm? Wir wollten heute weiter mit Product G-Tech machen. Der interessante Mod, der interessanten Mods. Ja, letzte Folge haben wir den Thumbcraft Mod weiter erforscht. Ich glaube, wir sollten dann den ganzen Progitech Kack da hinmachen, da irgendwie umstellen, mhm. Weil in der Mitte der nervt ein bisschen. Machen wir es gleich. Ja, das haben wir letzte Folge gelernt. Genau. Und die unbedingt auschecken. Offiziell Magier, ja, also Lehrlinge. Ja. So, mal umstellen. Analysieren. Kann man analysieren. Erstmal analysiert. Machen wir es auch hier gleich ein bisschen schöner. Ja. So. Was werden Sie denn heutige Folge ansehen in deinem Project Techmod? Oh! LOL. Warte. Wir müssen die Lava mit einem Bucket entfernen. Hast du ein Bucket? Ja. Warte, kannst du die Lava aufsammeln? So. Nothing but. Wir haben hier gerade zwei Maschinen verloren. Wo? Ist das jetzt ein Problem? Nein. Warte, kannst du die Lava hier platzieren? So, den platzieren wir hier. Was werden wir erreichen mit einem Mod jetzt? Was sehen wir uns heute an? Wir arbeiten auf den Atomic Reshaper hin. Mit dem können wir aus normalen Steinen alle Erze im Spiel kreieren. Und darunter haben wir ein Erz, das wir für den Endman-Mod brauchen. Und okay. Dahin arbeiten wir hin. Alle Erze im Modpack? Oder fast alle. Oder ich bin mir nicht sicher. Fast. Also. Aber es ist sicher teuer, oder? Oh, warte, komische Blume. Also es braucht schon sehr viel Zeit. Warte, ich erklär's dir mal. Komm her. Blume. Hä, die macht komische Partikel. Nein, das sind deine Pfütze. Hä, nee. Warte, ich erklär's dir mal, komm mit. Alle die schöne Blume, die muss jetzt vor mein Haus. So. Ja? So. Mit. Warum kann ich die Kiste nicht aufheben? Weiß ich nicht. Warum kann ich gar nichts mehr aufheben? Hä? Warum funktioniert das nicht? Darum kümmern wir uns, glaube ich, später. So, ja. Okay. Mit diesem Energientast. Bepowern wir die unteren Energion-Arrow-Heater. Nicht reinlegen, okay. Das verpufft uns gleich. Das geht dann rauf bis 250 Grad. 250 Grad, aha. Sehr heiß. Mhm. Und in den linken, in dem Primordials Reaktor, kommen ganz verschiedene Bio-Sachen rein. Weizen, Seeds, Pumpkins, egal. Beiden. Und das verwandelt irgendwie so 1000 Stück Weizen in ein Primordium. Und dieses Primordium nutzen wir. Das legen wir dann hier links in den Atomic Reshaper rein. Links. Und das verwandelt dann Stein in Erze. Stein in
Erze. Aha, das heißt, wir sind ja komplett naturpositiv mit unseren Gerätschaften. CO2-neutral. Aha. CO2, genau. Und wir bauen das natürlich mit Weizen. Aber sehr, sehr... Ja, genau. Und dafür benötigen wir eine Biofarm. Biofarm, hier können wir nicht deine Farm da benutzen. Ja, also wir brauchen ungefähr so 1000 Weizen, 1000 Karotten. Und pro Sekunde wird eine Karotte. Wir haben ja noch genügend Karotten, oder? Wir brauchen etwas mehr, weil mit einem Primordium bekommen wir auch nur so. Wie viel? 4 Stück Stein raus, also wir brauchen relativ viel. Also ich habe das schon angefangen mit. Das hier unten deine. Bio-Karottenfarm. Ja. Da unten sind Viecher. Töten. Was ist. Okay, Fledermaus mit Hut. Mhm. Kommt ein Creeper, ne? Warte, dann bauen wir hier zu und automatisieren wir mal alles. Oh Gott, Zombie mit komischem Hut. Spellbook und Rare Loot Bag. Oh, noch eins. Tomahawkana, 2 Diamonds und. Nice. Das dann. Warte, kannst du mal alles zubauen hier? Da. Mit Cobblestone, dass alles so ein Raum ist. Und dass alle Karotten von unserem kleinen Mitarbeiter auch aufgesammelt werden, brauchen wir einen Gravity Block. Also umsammeln wir einfach dein RGB-Raum. So, kleiner Freund, du kommst jetzt frei. Freust du dich? Auf die. Sag mir mal nichts. Warte, da ist ein Zombie in Glasfaser. Internet. Okay. Das ist ein Mitarbeiter. Er hat nichts zum Essen bekommen. So, Mitarbeiter. Sehr blinks. Schau mal, du hast heute brav Arbeit. Ja. Warte, wo bist du? Unten. Hast du alles zu? Da ist eigentlich alles zugebaut. Warte, komm runter. Da. Ja. Nein, komplett. Das Beispiel da rechts auch nichts mehr ist. Dass der nicht abhauen kann, unser kleiner Wolfgang. Unser kleiner Wolfgang. Unser Wolfgang ist sehr empfindlich. Der hat ein halbes Herz. Also. Warte, attackieren den Monster, da ist er normalerweise sicher. Der ist sehr CO2-neutral, also. Okay. Soll ich ja irgendwie so eine. Dann soll irgendwie offen lassen, so ein bisschen, dass wir rein können? Ja, bauen wir eine Tür hin. Ja, so eine Tür. Ein Gravity Block, wie Craft. Gravity Block, Maximum Range 5. Ich hab voll Karotten, wir brauchen ein Azul-Ingot. Kann ich irgendwo schon die Karotten reinlegen oder soll ich sie dir geben oder wie? Gib sie da drüben in diesen in diese Maschine. In diese Maschine, okay, und wo? In dieses 3x3 Feld. 3x3 Feld, okay. Nee, da. Damit 2 Stacks Karotten. Ich bin am Anfang. Da kommt Steve. So. Der British Ammo. Wir brauchen einen Crystal Block. Den macht man aus Mystery Mixer. Und dazu brauchen wir Mystery Leaves. Das heißt, wir brauchen eine Mystery Wood Sapling. Mystery Wood Sapling? Da braucht man. Macht man sich den aus diesem komischen Ding da? Ja, aus dem Mystery Dust da, das da überwächst. Was ist das? Sonnenenergie, dass wir noch mehr CO2-neutral werden. Das ist Elderflower. Wir brauchen Stein. Dust. Komm her. Was wir brauchen. Tja. Wir brauchen eine Wut. Okay.
Okay, wir machen jetzt Stein. Dust. Sie sind Stein hier. Stein? Aha. Stein. Boom. Yo, what the Steindust. Steindust. Vermischen wir mit. Ja, jetzt kommt das hier raus. Und wo willst du, was bauen wir jetzt genau? Mystery Wood Sapling. Aha, was, und was soll das da werden? Und das brauchen wir für so ein Azul-Ingot. Das ist. Ah, okay, und das braucht es viel Platz. Ja. Ui. Was? Kann man. Na, kommt was raus? Nein. Wir brauchen eine Schere. Was warte, ich hol schnell eine. Was sind das für Blätter? Mysterious Leaves. Da. Ist hier. Jetzt haben wir Raw Azul Block. Den tun wir jetzt in die Solaranlage. Nebenbei noch eine Sausage. Und es kommt ein Azul Block raus. Hast du die Wurst roh gegessen? Ja, die. Können wir die grillen? Da! Eine Transformation könntest du noch anschauen. Zack. Ui, was? Jetzt da? Hä? Die Sonnenenergie. Ist gebündelt. Ah, okay, eine Frage. Warum ist es jetzt wieder so ein komischer Turm neben meinem Haus? Neben meinem und dein Haus. Warte, habe ich die Partikel aus? Ja. Jetzt ist okay, was für ein genau ist, was für ein Mod ist es jetzt genau? Hardwell. Hardwell, aha, okay. Ja, sehr interessant. Was machst du gerade so? Ich versuche irgendwie eine Charming Table zu machen, aber ich brauche Obsidian. Ich müsste eigentlich die Bäume da neben unserem Haus mal ein bisschen. Ja. Bauen. Schwierig. Jetzt da brauchen wir. Jetzt habe ich schon alles. Den platzieren wir hier. Warum ist alles von mit Bohnen? Zauberbohnen. Zauberbohnen. Au! Da ist genau falsch rum. Das ist ein Skelett ohne Bogen gespawnt. Ich hole uns mal ein paar Bohnen. Ah, da unten ein Heavy. Soll ich sonst Obsidian holen gehen für ein Charming Table? Ja, kannst du machen. Warte. Haben wir eigentlich jetzt schon genug von diesen lila Shards für den ersten Divine RPG Boss? Da fragst du mich. Nee, weil wir haben diese lila Shards. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar. Das haben wir jetzt alle jetzt Items. Mine, ein. Wie weit geht Obsidian und Farmt diese lila Shards. Warum? Oh Gott! Oh Gott. Ah. Bohnen sind lecker. Jetzt plötzlich. So, der kleine Gustav arbeitet hier schon. Lol, ich hab Mining Fatigue und. Mining, nein, ich hab Haste und Strength, aha. Ah, ich hab ja eingebaut. Saure Bohne. Ja, bitte. Was kommt jetzt von Evil? Warte kurz, ich muss dich einmal schlagen. Stärke-Test. Aua! Oh, warte jetzt. Was ist das für ein Oh! Die Bohne wird angezogen. Bohne. Oh, hoffentlich kein TNT. Ich gehe weg. Bohnen in Häusern sind sehr streng verboten. Warte, wo ist das komische Gravity-Ding? Unten. Es ist Wasser gespawnt.
Warte. Das Gravity-Ding reicht nicht bis zum bis zu den Rändern. Jetzt crafte ich deswegen extra 2. Das reicht. Meine Eier schweben einfach davon. Die armen Eier. Meine armen Eier. Oh Gott, warte. Hey, warum ist dein Haus für der Mine connected, WTF? Zu unserer heiligen Mine. Und ich glaube, ich sollte jetzt eh in die Mine gehen, ein bisschen wieder Schatz holen. Da könnten wir in meiner Folge den ersten Divine Up-G-Boss machen. Ey, ich hab immer noch komische Geräusche. Die Karotten gehen jetzt schön herein. Viechern. Gibt es Item Pipes? Es gibt Item Pipes. Item Pipes. Das heißt, wir können Items so Art wie Hopper transportieren, ohne sie wirklich zu transportieren. Du meinst wieder in unser Haus liefern wie Glasfaser oder was? Sag ich wie Glasfaser, nur dass sie direkt von Herbert zur Maschine gelangen. Warum ist da ein Hebel? Hä? Warum ist da. Hä? Warum ist da ein Block auf Quarz mitten in der Höhle und darauf ein Hebel? Das kann ich lernen. Da ist ein Lucky Ore gespawnt. Und da ist ein Hebel gewesen. Drückt man ihn, kommt etwas was Gutes oder was Schlechtes raus. Ah, okay. Interessant. Herbert, aber Arbeiter. Immer noch keine Spur von irgendwelchen komischen lila Viechern. Okay, wenn Herbert arbeitet, werden wir Herbert ersetzen. Wie, durch wen ersetzt du Herbert? Durch ein Herbert 2.0 oder durch Kinderarbeit? Durch Günther. Ah, okay. Durch Günther 1, 2 und 3. Wir haben jetzt 3 Herberts, 3 Günthers und 3 Maximilian, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du jetzt noch ein Ziel für die Folge? Ja, ich versuche jetzt da ein Primordium zu machen. Dafür brauche ich ein Primordium. Viele Karotos. Da. Jetzt gehen wir rein. Und jetzt powern wir da unten mit Energium Dust. 100, keine komischen. Ah, doch, okay. 114 Grad, 116 Grad. Während ihr aufheizt, farmen wir mehr von diesen. Das macht man das. Oh, ich hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist. Das ist so. Oh Gott, Alter. Das Pflanzen. Das Auge. So, ja, das noch ist, ein paar Lucky Beans. Ja, der Alex halb verrecht, gönn ich mir ein paar Beans. Der, das komische, du kennst das komische Viech. Ich brenne ohne zu brennen. Oder? Ja. Das gibt dir Slowness und Blindness. Wenn sie in deine Nähe kommen. Interessant. So, Primordialis Reaktor. Nach 203 genau. Grad erhitzt. So, ich hole die restlichen Karotos. Läuft ja schon.
schwarze Schleim, what the freak? Wo ist da eigentlich eine Kuh? Warte, das fällt mir jetzt auf. 2% haben wir jetzt da. Warte, ich fahre noch weitere Karotten. Das ist ja 8% und hat schon ein Stack Karotten verputzt. Warte, jetzt habe ich irgendwas weggeworfen. Okay, hab ein bisschen Uranium. Die tun wir in den Rothy Grind rein. Und dann bekommen wir Energie und das draus. Hä, hey, was haben wir? Bringen uns schwarze Pilze jetzt was? Keine Ahnung. Welche Mods das? Keine Ahnung. Ja, gut. Emerald, die gibt's mich nicht. Warum nicht? Die sind reich. Emerald. Wenn wir jetzt schon von Emeraldos reden, machen wir uns einen Emeraldo-Apfel. Ja, das ist so viele Erzen, Baum. Was ist? Machen wir uns einen Emerald-Apple-Sapling. Hey, irgendwie glaube ich, irgendwie die Emerald-Äpfel sind verpackt. Und die kann man irgendwie nicht essen. Ach, egal. Was machen? Just Flags oder was? Just for Flex. Nicht neben dem Haus. Ja? Okay. So. Ja, ich komme jetzt heim. Ohne irgendwelche lila Shards. Okay. So. Die müssen dann farmen. Einen Apfel. Hey, jetzt spawnt so ein komischer Golem. Was kann der überhaupt? Ist er nicht irgendwie von deinem Mod? Der komische Golem da. Hast du noch ein paar Emeraldos? In meiner Chest, ja. Was kann ich welche ausbauen? Nimm ein paar. Ach, einen lasse ich da. Oh, danke. Hättest du mir vorher gesagt, dass wir Emeralds brauchen, hätte ich die mitgenommen. Und ein Emerald Apple Sapling. Bunga, bunga, bunga. Ui. Wächst schon. Sehr, sehr interessantes Gameplay haben wir hier zu bieten. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Der eine fluchtet einfach mal in die Höhle. Der andere versucht Primordium zu machen. Also das kann noch etwas dauern. Wann kommt eigentlich dieser komische Magier? Hat er nicht gesagt, der schaut mal vorbei? Was macht man jetzt gegen ihn? Weiß nicht. TNT? Verzweifeln? TNT? Verstecken, wenn er kommt? TNT? Ja, wir müssen erstmal seine Base finden. Wo die Security Craft, diesen Ultra Safety Blocks da. Ja. Da die Rainforest Sachen, da kann man alles sicher machen. Oder Laser. Oder Cage Trap. Oder Minen. Haben wir Minen schon probiert? Oder ein intelligentes Munitionssystem. Aua. Werden wir dann sehen, oder? Mhm. Also würde ich sagen, haut rein, Leute. Und? Ciao! Ciao!